Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Das deutsche Heer verfügt über eine Vielzahl von Artilleriesystemen, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung und Integration mit anderen militärischen Technologien liegt. Darüber hinaus betreibt die Bundeswehr eine Reihe von Luftverteidigungssystemen, die Schutz gegen eine Reihe von Bedrohungen aus der Luft bieten und oft mit anderen Militärtechnologien zu einem umfassenden Verteidigungsnetz integriert werden. Heute stellen wir euch die 10 besten Artillerie- und Luftabwehrsysteme der deutschen Armee vor, die von deutschen Unternehmen gebaut wurden. Aber bevor wir anfangen, wenn euch dieses Video gefällt und ihr mehr davon sehen möchtet, vergesst nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr weitere Videos direkt auf eure Benachrichtigungen erhaltet. FH-70. Die FH-70 ist eine gezogene 155mm Haubitze, die von einem internationalen Konsortium entwickelt wurde, zu dem auch Vickers LTD in Großbritannien, OTO Melara in Italien und die Rheinmetall GmbH in Westdeutschland gehörten. Die Standardbesatzungen des FH-70 besteht aus 8 Personen, es ist jedoch auch möglich, mit einer Besatzung von nur 4 Personen zu operieren, allerdings mit einem wesentlich langsameren Betrieb. Der FH-70 sollte die 155mm Haubitze M114 ersetzen und Bataillone zur allgemeinen Unterstützung der deutschen Divisionsartillerieregimenter ausrüsten. Der Lauf hatte eine Länge von 39 Kalibern, was eine maximale Standardmündungsgeschwindigkeit von 827 Meter pro Sekunde ergibt. Das Treibladungssystem besteht aus 3 verschiedenen Sackpatronen mit dreifachem Treibstoff, die unter Standardbedingungen eine maximale Reichweite von 24,7 Kilometern ermöglichen. PZH 2000. Die Panzerhaubitze 2000 PZH 2000 ist eine 155mm Panzerhaubitze, die von Krauss-Maffei-Wegmann zusammen mit dem Hauptauftragnehmer Rheinmetall-Landsysteme für die Bundeswehr entwickelt wurde. Ursprünglich plante die Bundeswehr insgesamt 1254 neue Panzerhaubitzen zu bestellen, jedoch wurde 1996 aufgrund des Endes des Kalten Krieges nur ein Vertrag über 185 Artilleriesysteme unterzeichnet. Der PZH 2000 ist mit einer 155mm L-52 Haubitze ausgerüstet. Das Fahrzeug verfügt über ein vollautomatisches Ladesystem mit Munitionsmanagementsystem. Die PZH 2000 ist mit der Standard-NATO-Munition 155mm kompatibel. Die maximale Feuerreichweite beträgt 30 km mit Standard-HE-Frag-Granate und 40 km mit Base-Bleed-Granate. Mit einer südafrikanischen Flap-Raketen-Munition kann eine Reichweite von 56 km erzielt werden. Die maximale Feuerrate beträgt 9 Granaten pro Minute. Sie kann 3 Granaten innerhalb von 10 Sekunden abfeuern. Die Haubitze ist in der Lage, mehrere Geschosse gleichzeitig abzufeuern. Im Magazin können insgesamt 60 Granaten gelagert werden. Skynex. Das Flugabwehrsystem Skynex wurde im November 2021 von Rheinmetall vorgestellt. Seine Hauptbewaffnung ist eine 35mm Revolverkanone Oerlikon MK3. Das System soll auch seine Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, einen kleineren Schwarm kleiner Flugdrohnen zu bekämpfen. Der Einsatz von programmierbarer 35mm AHET-Munition, wie sie von Rheinmetall für diesen Zweck entwickelt wurde, ist deutlich kostengünstiger als vergleichbare lenkflugkörperbasierte Systeme. Diese 35mm Munition kann in abgefeuerten Zustand nicht beeinflusst, geschweige denn durch elektronische Gegenmaßnahmen gestört werden. Das Geschütz hat eine effektive Reichweite von 4000 Metern und eine Feuerrate von 1000 Schuss pro Minute. Das Geschützmodul ist mit einem X-Band-Tracking-Radar ausgestattet, das eine autonome Zielsuchfunktion bietet und die Zielerfassung einfach und schnell macht. Die Verfolgung und Zerstörung eines Flugobjekts erfolgt automatisch durch den eingebauten Feuerleitprozessor. Das System kann von einem anderen Standort aus ferngesteuert werden. Dunar. Die 155mm Panzerhaubitze Dunar wurde gemeinsam von Krauss-Maffei-Wegmann und General Dynamics entwickelt. Sie wurde im Jahr 2008 vorgestellt. Dieses Artilleriesystem wurde als schnelleres, leichteres, leistungsfähigeres und effizienteres Artilleriesystem als die PZH 2000 konzipiert. Der Dunar ist mit einem drehbaren Turm ausgestattet und mit einer 155mm L-52 Haubitze bewaffnet, die mit einem vollautomatischen Munitionslade- und Handhabungssystem ausgestattet ist. Diese Haubitze mit Eigenantrieb ist mit einem neuen automatischen Verschlussantrieb ausgestattet. Das Fahrzeug hat eine Besatzung von nur 2 Mann. Die maximale Feuerreichweite hängt von der Kombination aus Geschoss und Ladung ab.
Sie beträgt 30 Kilometer mit Standard und 40 Kilometer mit Base-Bleed-Projektil. Mit einem südafrikanischen WLAP-Raketenprojektil kann eine Reichweite von 56 Kilometer erreicht werden. Die maximale Feuerrate beträgt 6 Schuss pro Minute, kann aber bei Seriensystemen auf 8 erhöht werden. Boxer RCH 155. Die ferngesteuerte Haubitze Boxer RCH 155 ist ein selbstfahrendes Artilleriesystem, das auf einem 8x8 Fahrgestell eines gepanzerten Mannschaftstransportwagens Boxer und einem 155mm Artilleriegeschützmodul aufgebaut ist. Dieses Artilleriesystem wurde von Kraus Maffei Wegmann als Privatunternehmen entwickelt. Der Boxer RCH 155 wird von einer Besatzung von nur 2 Mann bedient. Dieses Artilleriesystem ist hochautomatisiert. Es verfügt über ein vollautomatisches Ladesystem, das sowohl die Geschosse als auch die Ladungen lädt. Dieses Artilleriesystem ist mit einer 155mm L52 Haubitze bewaffnet. Die Geschützkomponenten stammen von der Haubitze PZH 2000. Die Boxer RCH 155 behält auch die Leistung der PZH 2000 bei. Sie hat eine Feuerrate von 6 bis 8 Granaten pro Minute. Dieses Artilleriesystem ist mit allen NATO-Standardgeschossen von 155mm kompatibel. Die maximale Feuerreichweite beträgt 30 km mit Standardgeschoss, 40 km mit Base-Bleed-Geschoss und 56 km mit südafrikanischem WLAP-Raketengeschütz. Skyranger. Der Skyranger ist ein mobiles bodengestütztes Luftabwehrsystem, das gegen Luftziele auf kurze und sehr kurze Distanz sowie gegen Bodenziele eingesetzt werden kann. Der Skyranger ist mit hochmodernen Such- und Verfolgungssensoren ausgestattet, die eine nahtlose 360-Grad Luft- und Bodenüberwachung sowie präzise Feuerleitdaten liefern. Die integrierte 35mm Oerlikon Revolverkanone bietet höchste Feuerkraft und Präzision. In Kombination mit der Oerlikon Ahead Air Burst Technologie ist ein Einsatz gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen aus der Luft äußerst effektiv. Eine typische Einsatzfolge besteht aus 20 bis 24 Schuss. Sie ist wirksam gegen kleine und sich schnell bewegende Luftziele. Die effektive Feuerreichweite beträgt etwa 4 Kilometer. Dieses Artilleriesystem hat eine wählbare Feuerrate. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 1000 Schuss pro Minute. Es ist auch in der Lage, Mini-Bursts oder Einzelschüsse abzugeben. Das Hauptgeschütz hat eine Kapazität von 220 Schuss. Gepard. Das Selbstfahrlafettengeschütz Gepard wurde in den 60er Jahren als privates Unternehmen entwickelt. Sie wurde 1973 als Flakpanzer 1 Gepard bei der Bundeswehr in Dienst gestellt. Insgesamt wurden 420 dieser Fahrzeuge für das deutsche Heer gebaut. Das Fahrzeug ist mit 2 Oerlikon GDF 35mm Kanonen ausgestattet. Diese Geschütze sind gut gespeist. Die maximale Feuerrate für eine einzelne Kanone beträgt 550 Schuss pro Minute. Die Munitionsladung des Gepard besteht aus 640 panzerbrechenden Brandgeschossen für den Beschuss von Luftzielen und 40 panzerbrechenden Geschossen für den Beschuss von Bodenzielen. Das Radar des Gepard hat eine Reichweite von 15 Kilometern. Es ermöglicht eine Rundum-Abtastung mit gleichzeitiger Zielverfolgung. Die Wanne des Gepard bietet Schutz gegen kleinkalibrige Kanonen, während der Turm nur gegen Handfeuerwaffen und Artilleriegranatsplitter geschützt ist. Der Gepard hat eine dreiköpfige Besatzung, bestehend aus Kommandant, Richtschütze und Fahrer. Lars II. Das Lars II, leichtes Artillerieraketensystem, ist eine aufgerüstete Variante des ursprünglichen Lars Mehrfachraketensystems. Zwischen 1980 und 1983 wurden alle 209 ursprünglichen Lars-Systeme auf den Lars II-Standard umgerüstet. Dieses Mehrfachraketensystem spielte eine wichtige Rolle bei den Artillerietruppen der Bundeswehr. Im Jahr 1998 wurde das letzte Lars II zugunsten des USM-270 MLRS aus dem aktiven Dienst genommen. Die Rakete hat 2 Pakete mit insgesamt 36 Rohren für 110mm Raketen. Die Lars II verschoss verbesserte Raketen, die mit neu entwickelten Sprengköpfen ausgestattet waren. Diese Raketen hatten eine maximale Reichweite von 19 bis 25 Kilometer. Das Fahrzeug war mit einem 7,62mm Maschinengewehr zum Selbstschutz und einer begrenzten Luftabwehr nachgerüstet. Das Lars II wurde manuell nachgeladen. Dies dauerte etwa 15 bis 20 Minuten. Skyguard 3. Das Oerlikon Skyguard 3 Flugabwehrsystem ist die dritte Generation der legendären Skyguard Flugabwehr Produktlinie.
Mit seinen zwei 35mm Oerlikon Twin Gun GDF 009 ist er für den Schutz von stationären hochwertigen Objekten wie Flugplätzen, Brücken, Industrieanlagen und militärischen Kommando- und Kontrollzentren optimiert. Ihr Hauptzweck ist die wirksame Flächen- und Punktverteidigung gegen alle Arten von Bedrohungen aus der Luft, einschließlich Marschflugkörpern und Hochgeschwindigkeitsraketen mit geringem Radarquerschnitt, sowie gegen Flugzeuge, Hubschrauber und unbemannte Luftfahrzeuge, die bei Tag und Nacht und unter allen Wetterbedingungen angreifen. Die Skyguard kombiniert modernste Zielerfassung, Verfolgungssensoren, hochentwickelte Feuerleitung und ballistische Berechnung mit der Genauigkeit der Zwillingskanonen und einer hohen Feuerrate von bis zu 1100 Schuss pro Minute. IRIS-T SLM. Das Luftabwehrsystem IRIS-T SLM war das Ergebnis eines multinationalen Programms unter deutscher Leitung. Diehl Defence war der Hauptentwickler. Weitere Partnerländer sind Griechenland, Italien, Norwegen und Schweden. Dieses Luftverteidigungssystem wurde entwickelt, um die Anforderungen des deutschen Bundesministeriums der Verteidigung zu erfüllen. Dieses System bietet Schutz vor Kampfflugzeugen, Hubschraubern, Marschflugkörpern, ballistischen Kurzstreckenraketen und Drohnen. Die IRIS-T-Raketen zeichnen sich durch hohe Geschwindigkeit, hochentwickelte Elektronik und unübertroffene Manövrierfähigkeit aus. Die Raketen nutzen in der Endphase die Infrarot-Suchfunktion. Das bedeutet, dass der IRIS-T-Flugkörper seine Ziele anhand ihrer Wärmesignatur verfolgt. Im Gegensatz zu vielen anderen modernen Flugkörpern verfügt der IRIS-T jedoch über ein hochauflösendes Bildverarbeitungssystem und kann das Ziel sehen. Dadurch kann sie zwischen Gegenmaßnahmen wie Leuchtraketen und Blendlasern und ihrem Ziel unterscheiden. Die Raketen werden vertikal abgeschossen und nach dem Abschuss in eine Richtung des Ziels gelenkt. Die vertikale Abschussvorrichtung ermöglicht also eine 360-Grad-Abdeckung. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Artillerie- und Luftabwehrsysteme euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt-mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.